Trotz des kühlen Morgens sind die Gemüter vor dem Jobcenter in Duisburg-Mitte erhitzt. Nicht länger wollen die Anhänger der Initiative auf Recht bestehen, kein Sonderrecht im Jobcenter, die Missstände in den Jobcentern hinnehmen. Sie wollen die Leute auf ihre Rechte aufmerksam machen. Wir wollen bewirken, dass der Widerstand gegen das Hartz-IV-System stärker wird, weil dadurch die Menschen ja auch gedemütigt werden. Schlechte Behandlung, fehlende Informationen, unterschwellige Vorwürfe des Leistungsmissbrauchs. Die Liste der Anschuldigungen der Initiative gegenüber dem Jobcenter und den Regelungen zu Hartz-IV ist lang. Und sie könnte noch länger werden. Die sogenannten Rechtsvereinfachungen sollen die Rechte der Leistungsbezieher abermals einschränken und die Befugnisse der Jobcenter ausgebaut werden. Die Initiative befürchtet die Verschlechterung einer Lage, die sie schon jetzt als skandalös bezeichnet. Hartz IV ist also immer auch ein möglicher Sturz ins Bodenlose. Also das ist mit diesem System können Menschen also bis auf null sanktioniert werden und dass ihnen dann wirklich die Lebensgrundlage entzogen wird mit dramatischen Folgen, wie zum Beispiel Stromsperren, Zwangsumzüge ist ein großes Thema, dass die Leute aus ihren Wohnungen raus müssen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Im Schnitt verhängt Duisburg so häufig Sanktionen wie keine andere Stadt. Deshalb verlangt die Initiative, dass Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, ohne Wenn und Aber und ohne Abstriche gewährt werden. Hartz IV und Sozialhilfe. Dein gutes Recht. Das Motto Initiative für 2015 und für das 11. Jahr einer der strittigsten Reformen Deutschlands.